Das goldene Kalb, Teil 10 der Geschichte von Mose. Gott hatte sein Volk Israel aus Ägypten befreit und Mose führte sie durch die Wüste in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Ein paar Tage zuvor hatte Gott ihnen ein paar Anweisungen für das Zusammenleben gegeben. Die 10 Gebote. Mose war dann auf einen Berg gegangen, um sie von Gott auf Steintafeln zu erhalten. Jetzt war Mose schon eine Weile weg und die Menschen machten sich Sorgen und gingen damit zu Moses Bruder Aaron. Aaron, Mose ist jetzt schon so lange weg. Bestimmt ist er auf dem Berg gestorben. Wir brauchen aber jemanden, der uns führt. Die Ägypter hatten doch auch Götterstatuen, die sie verehrten. Können wir nicht etwas Gold sammeln? Und so eine Statue bauen, die dann unser Gott ist? Als sie ihm so Druck machten, ging Aaron auf sie ein. Er sammelte Schmuck und andere Gegenstände aus Gold von allen Leuten ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Dann feierten sie alle zusammen ein großes Fest, um ihren neuen Gott zu ehren. Als Mose mit den 10 Geboten vom Berg zurückkam und sah, dass die Israeliten schon jetzt Gott den Rücken zugewandt hatten, war er so erschüttert, dass er die Steintafeln auf den Boden warf und sie zerbrachen. Dann zerstörte er voller Wut das goldene Kalb und stellte das Volk zur Rede. Warum brecht ihr jetzt schon Gottes Gebote? Es hat euch doch nicht dieses Kalb, das ihr selbst gebaut habt, aus Ägypten befreit, sondern der lebendige, unsichtbare Gott. Dann ging er zurück auf den Berg, um mit Gott zu reden. Gott wollte das Volk erst nicht weiter durch die Wüste führen, weil sie ihn so enttäuscht hatten. Nachdem sich Mose aber für das Volk einsetzte, und Gott anflehte, sie weiterzuführen, lenkte Gott ein. Er gab ihm neue Steintafeln mit den Geboten, und Mose ging zurück zum Volk. Weil er Gott so nahe gewesen war, leuchtete sein Gesicht für einige Zeit. Er führte die Israeliten weiter durch die Wüste, dem Land entgegen, das Gott ihnen versprochen hatte.